Ahoi, liebe Leute, und einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zu Hammerwatch, also zur Beta mal wieder. Nach den letzten drei Folgen, wo wir dann ja leider nicht ganz so erfolgreich durch den Dungeon gekommen sind, habe ich mir überlegt, ich möchte einfach mal noch eine Runde spielen. Einmal, weil ich noch eine andere Charakterklasse zeigen möchte. Und auf der anderen Seite, weil ich gehört habe, dass es doch noch ein bisschen mehr zu sehen gibt als die paar Keller, die wir da bis jetzt gesehen haben. Sprich, vielleicht haben wir ja Glück und kommen noch ein bisschen weiter, wobei das mit Glück natürlich nicht viel zu tun hat, sondern natürlich mit Können. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach nochmal und schauen nochmal, wie weit wir denn dieses Mal kommen. Ich möchte gerne dieses Mal den Magier spielen. Und da sind wir auch schon. Geht sehr schnell. Der Magier, der kann hier wie der Krieger hat eine Standardattacke. Also sprich, das kostet kein Mana oder irgendwas. Sieht sehr cool aus. Man möge ja auch mal auf die Lichteffekte ein bisschen achten. Also das Spiel sieht natürlich grafisch nicht so aus, als hätte es wahnsinnig viel drauf. Aber es ist dann doch hübscher, als vielleicht auf den ersten Blick sich so erahnen lässt. Das macht so ein bisschen AE-Schaden, man sieht das hier schon. Außerdem kann ich mal kurz, na Moment, an dem ersten Pack erstmal das hier zeigen. Genau, das macht ein bisschen Schaden. Oh, ouch. Man sieht, ich habe nicht sehr viel Leben mit dem Magier. Da war direkt mal eine Bombe drin, die mich fast gekillt hat. Darf ich direkt erstmal aufpassen. Na, das ist ja ganz toll. Vielleicht finden wir ja möglichst fix noch irgendwie so einen Apfel, mit dem wir das dann wieder erledigen können. Ja, außerdem habe ich natürlich auch eine Mana-Attacke. Sprich, eine Attacke, die Mana braucht. Das sieht dann so aus. Röstet die Gegner und so. Oh toll, ey. Jetzt mache ich mir hier direkt natürlich wirklich schon Sorgen am Anfang, dass ich hier vielleicht direkt am Anfang das erste Mal sterbe. Und das ist natürlich nicht so gut. Ich könnte natürlich dann einfach das Ganze nochmal von vorne versuchen. Denn so früh schon Leben zu verlieren, ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr ungünstig. Das wird jetzt auch insgesamt ein bisschen mehr auf Kiten hinauslaufen, natürlich, als beim Krieger. Dann immer mal ein bisschen versuchen, nicht von den Gegnern getroffen zu werden und stattdessen halt irgendwie wegzulaufen, so ein bisschen. Und die dann aus der Entfernung zu töten. Wobei uns das bei manchen Gegnern durchaus auch zugutekommen kann. Also, mal ganz davon abgesehen, dass ich es eher gewohnt bin, solche Klassen zu spielen, als irgendwelche Nahkämpfer. In, naja, eigentlich allen Spielen. Ich bin mehr so der, bratet, brennt und so. Ich bin mehr so der Fernkämpfer-Typ eigentlich. Sei es irgendein MMO, sei es irgendein Diablo-mäßiges Spiel, also ein Hack and Slay oder sowas. Ich spiele eigentlich immer mehr so die Fernkämpfer. Und naja, von daher kommen wir vielleicht so auch weiter und besser, also vielleicht komme ich so besser auch dann damit zurecht. War das hier mit dem Geheimgang? Nee, ne? Der Eingang ist irgendwo da hinten, glaube ich. Außerdem gefällt mir das sehr mit dem AE-Schaden. Da hatte ich so ein kleines bisschen, in Anführungsstrichen, Probleme mit dem Krieger, der sowas halt irgendwie gar nicht hatte. Was war da? Ach ja, wichtig, da war was. Auch der Magier hat, meine ich, eine Combo später, wo ich gerade die Frau da hinten sehe. Sprich, wenn ich so und so viele Gegner, ich nehme an, es sind auch wieder 10 Gegner, in unterhalb einer bestimmten Zeit töte, dann habe ich davon irgendwas Tolles. Ich glaube fast, ich muss mal gerade ausprobieren, brennen die Gegner, wenn ich sie beschieße? Nee, sah nur so aus. Ich dachte gerade irgendwie, ich mache einen Dot auf die und dann brennen die und dann kriegen die so Schaden über Zeit. Okay, ich dachte gerade, das wäre hier eine Falle gewesen oder so, aber da ist nur irgendwas Blaues an der Wand. Ich weiß nicht, was es ist. Das wäre natürlich bitter hier, also von so einer Bombe erwischt zu werden. Jetzt mit 23 Leben, die macht mir auch 23 Leben und dann wäre direkt die Puste aus. Ich glaube fast, das ist ein bisschen das Schlimmste, was einem passieren kann als Magier. Dass man dann von sowas gekillt wird. Ach Moment, hier war doch der Geheimgang, ne? Genau. Das Secret hier einmal mit dem, zack, mit dem Trank, von dem ich noch nicht hundertprozentig weiß, was er alles so tut. Also er macht mich schneller, habe ich gesehen beim letzten Mal. Ich dachte eigentlich, es wäre ein Heiltrank oder so, aber damit lag ich scheinbar ein bisschen falsch. Und also schneller, ich glaube, mehr Schaden mache ich auch damit. Ist ja auch ganz cool eigentlich. Kann man immer mal gebrauchen, in großen Räumen vor allem. Die wir ja später auf jeden Fall noch haben werden, diese Räume da mit den vielen Würmern oder so. Da muss man dann vor allem auch aufpassen, dass einen die Gegner nicht so treffen. Wobei es natürlich als Fernkämpfer deutlich einfacher ist als mit einem Krieger. Wenn die Gegner, ich nehme mal direkt so einen Apfel mit.
wenn man die Gegner nicht irgendwie im Nahkampf plätten muss. Jetzt wieder durch die Tür. Ich kann mich schon wieder an das alles gar nicht erinnern. Das ist, wann habe ich es aufgenommen? Vorgestern oder so? Ja, müsste eigentlich. Heute ist die letzte Folge gekommen. Naja, also von dem alten Playthrough. So, Checkpoint. Und schon habe ich vergessen, wie der Dungeon überhaupt ausgesehen hat und so. Also gut, den Anfang hier, das geht noch, aber alles, was dann später kommt, da kann ich mich dann schon wieder gar nicht mehr dran erinnern. Wahrscheinlich. Sterbt. Sie sterben auch nicht mit einem Schuss oder so. Also, der Magier macht insgesamt mehr Schaden als der Krieger, wobei, also, naja, die Frage ist, mehr Schaden, ne? Kommt so ein bisschen drauf an, wo die Gegner sind. Ich mache halt AE-Schaden, das ist ganz cool. Ich mache auch so, glaube ich, pro Schuss mehr Schaden. Also ja, stimmt. Ich glaube, der Krieger hatte 8 am Anfang gemacht, ne? So, wenn ich einen Gegner treffe, macht das 15. Das ist schon eine Menge. Allerdings kann ich auch nicht so schnell schießen, wie ich mit dem Krieger zuschlagen konnte. Außerdem, naja, muss ich halt zielen, was ich mit dem Krieger nicht wirklich musste. Wenn ich getroffen habe, habe ich getroffen. Also wenn ich vor dem Gegner stand, dann habe ich ihn halt getroffen. Völlig problemlos. Kann ich die Kisten auch? Ja, ich kann sie tatsächlich auch wegpusten. Das macht nicht so viel Schaden, aber dafür halt sehr schnell hintereinander. Man sieht das hier, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Mana-Regeneration, nenne ich es jetzt einfach mal, als mit dem Krieger auch. Sprich, der Magier kann ein bisschen öfter seine Spezialfähigkeit einsetzen. Dafür braucht ihr auch deutlich mehr Mana, wie mir scheint. Also das Mana ist schneller weg, wenn ich das benutze. Eine Bombe. So, so, da wollte mich das Spiel schon wieder in die Luft jagen. Naja, so geht das aber nicht. Finde ich nicht in Ordnung. Ja, da ist ja noch eine Fledermaus am Leben. Und da sind schon die ersten komischen Larven. Das ist nicht schön. Ja. Bratet. Das ist natürlich extrem gut für Kombos sammeln später. Sprich, wenn ich dann mich einfach mal da reinstelle und so einen kompletten Haufen Gegner wegbrate, dann lohnt sich das, schätze ich mal. Und das lohnt sich auch auf jeden Fall. Sehr gut. Sterbt! Mistviecher. Ein bisschen mehr Reichweite wäre schön. Also das wäre, glaube ich, eine der ersten Sachen, die ich mir kaufen würde, wenn ich denn die Gelegenheit dazu kriege. Für mein hart erkämpftes Gold. Ein bisschen mehr Reichweite, weil so viel Reichweite habe ich jetzt mit dem Standardangriff irgendwie nicht. Aber das könnte ich durchaus gebrauchen eigentlich. Warum ist da so viel Mana und Leben und überhaupt? War das beim letzten Mal auch? Kann ich mich irgendwie nämlich nicht dran erinnern. Gib mir eine Fledermaus von hinten. So. Und ein bisschen Leben sollte ich mir vielleicht auch dann dazu kaufen, wenn ich denn die Gelegenheit kriege, mir was zu kaufen. Denn von einer Bombe quasi instant getötet zu werden, ist nicht so schön. Da kann ich mir auch deutlich bessere Sachen vorstellen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss gerade. Da oben ist die andere Bronzetür. Ich erinnere mich noch, da war was mit mehreren Bronzetüren hier an der Stelle. Okay. Wurde nicht getroffen. Ich glaube, bis hierhin hatte mich damals auch noch kein normaler Gegner getroffen. Und hier ist der andere Bronzeschlüssel, sehr gut. Zack. Bratet sie weg. Böse Käfer. Vorsichtig. Ich habe ein bisschen Sorge und Angst vor den späteren. Moment, hier war das doch genau mit dem Geheimgang und dem Haar. So, sonst war hier, glaube ich, nichts. Vor den späteren Gegnern, zum Beispiel diese komischen Viecher, die aus dem Boden schießen, oder diese komischen größeren Käferviecher, die mehr aushalten und dann mehr Schaden machen. Also wenn die mich one-hitten, wäre das sehr, sehr schlecht. Da muss ich nämlich fürchterlich aufpassen und dann, naja, ich kann das ja dann. Also es ist ja nicht so, als wäre ich schlecht hier im Kiten und sonst irgendwas. Das Problem ist immer eher so, dass ich das nicht machen möchte in einem Let's Play, beziehungsweise in einem Video, weil ich immer der Meinung bin, das ist langweilig für die Leute, die zugucken. Das kann halt dann unter Umständen stundenlang dauern. Es funktioniert. Was war das? Warum habe ich da Leben verloren? Es funktioniert, aber es dauert halt ewig.
Und das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Ihr sollt ja auch Spaß beim Zugucken haben. Gut, zugeben, ihr werdet wahrscheinlich auch Spaß daran haben, wenn ich mehr schaffe. Aber ihr werdet wahrscheinlich weniger Spaß daran haben, wenn ich dafür 2 Stunden brauche oder so. Sprich, da müssen wir uns dann irgendwie was einfallen lassen. Aber erstmal gehe ich einfach nicht davon aus, dass mich das überhaupt one-hittet. Das wäre ein bisschen hart. Oh, Mist, den Apfel habe ich ein bisschen verschwendet. Zack, 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 zack. Oh, zumal ich ja auch eine Menge Schaden mache. Also so ist ja nicht. Vielleicht töte ich die dann auch einfach, bis da irgendwas Schlimmes passiert. Schadenserhöhung auch immer gut. Auch definitiv ein Upgrade wert. Jetzt weiß ich ja auch inzwischen, was es so ungefähr für Upgrades alles gibt. Wie viel Geld ich ungefähr so kriege für Upgrades. Die Würmer mit dem Magier zu töten ist so angenehm. Da freue ich mich schon auf die großen Räume, wenn ich dann massig Würmer auf einmal killen kann. Oh ja, oh ja. Gib mir große Räume. Ja. Nicht von einer Fledermaus angreifen lassen. Nee, 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 nee. So tief wollen wir hier gar nicht sinken. Oh shit. Es hat geschossen. Ich glaube, das ist der erste Wurm, der auf mich geschossen hat. Na, also ich wollte gerade sagen, ich treffe ihn nicht. Hinten war der Stern, sprich der erste... Der erste Shop. Da hinten geht es zum ersten Shop. Oh, da ist... Das ist natürlich blöd. Komme ich da überhaupt durch als Magier ohne Sprint? Ein bisschen unsicher gerade. Sollte ja eigentlich gehen, ne? Ach, man kann dazwischen auch stoppen, sehe ich gerade. Müsste eigentlich gehen. Ich müsste da eigentlich genug Platz haben. Okay, das ist... Close, aber es funktioniert. Okay. Ja, natürlich. Combo kaufe ich mir. Bla bla bla. Movement Speed und Damage halt das übliche. So, das, die Heilung werde ich mir jetzt erstmal gerade nicht gönnen. Ich habe eh ein bisschen wenig Heilung. Ein bisschen wenig Leben, als dass mir die Heilung viel bringen würde. Ich glaube, ich könnte auch mehrere weg. Also mehrere Schritte machen. Na, aber ich traue mich nicht. Ach, da oben komme ich woanders rum. Ja, also, was wollte ich jetzt sagen? Dann gehen wir hier durch. Okay, also ich brauche eine Menge mehr Gegner, damit das hier mit der Kombo funktioniert. Aber das Heilen lohnt sich, wie gesagt, finde ich erstmal nicht. Dafür haben wir insgesamt zu wenig Leben. Sprich, wenn ich Leben verliere, dann bin ich sowieso schon fast tot. Dann brauche ich auch keine Kombo-Kram-Heilung mehr. Mit dem Krieger hat sich das durchaus ein bisschen gelohnt, meiner Meinung nach. Mit dem Magier bin ich nicht ganz sicher. Da hinten ist der erste Ang. Den hatten wir, glaube ich, damals auch gekriegt. Und da sind auch schon die ekligen Käfer. Wohl eklig sind die alle, aber ich meine jetzt die fiesen Käfer, die mehr Schaden machen und vor allem auch mehr aushalten. Wenn die nur mehr Schaden machen würden, wäre das nicht so schlimm, wenn ich mit einem Schuss töten würde. Aber leider... Und sie sind auch schneller, mal ganz davon abgesehen. Das heißt, das mit dem Kiten könnte auch ein Problem werden, wenn ich mir nicht irgendwie Speed kaufe. Also da auch das fürs Kiten vielleicht ganz interessant. Ach, hier geht es das erste Mal runter. Zack. Sind wir unten. Was willst du denn da unten? Kann ich dich? Nein, ich kann dich nicht durch die Wand töten. Das wäre so einer der Bugs, die ich den Entwicklern erstmal hätte mitteilen wollen, müssen, sollen. Nein, sterbt, bevor ihr auf mich schießt. Da ist so ein Drachenwurm. Den kriege ich wahrscheinlich nicht tot, bevor er schießt. Okay, aber das geht. Weil ausweichen ist eigentlich keine Sache. So, die normalen Fledermäuse sind ja auch kein Problem. Da bin ich auch gespannt auf die späteren, die halt dann schneller sind. Komm, 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 komm. Und da kommt auch wieder noch ein Wurm, den ich um die Ecke erschieße. Zack, und die Fledermaus auch. Deswegen habe ich nicht so viel Reichweite, oder? Damit ich nicht darüber schießen kann, weil das irgendwie fies wäre. Kann das so sein? Wobei, ich glaube, der Ranger hat noch ein bisschen mehr Reichweite. Der könnte da wahrscheinlich sogar rüberschießen. Hm. Keine Ahnung, was die tatsächliche... Was die tatsächliche Bewandtnis hinter der Reichweite ist. Wobei das natürlich auch interessant ist, dann da so rüberschießen zu können. Dann kann man halt die Gegner schon aus der Entfernung ein bisschen töten. Ich muss auch sagen, das ist gerade das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass der... Ranger ein bisschen gut ist, weil in allem anderen, ich habe den kurz ausprobiert, ich fand den fürchterlich. Ich kam damit auch überhaupt nicht zurecht.
Der Ranger schießt durch die Gegner durch. Irgendwie, also wenn der schießt, dann fliegt der Pfeil durch die Gegner durch. Das ist zwar ganz nett, aber er macht halt auch keinen Flächenschaden und man trifft dadurch, dass er keinen Flächenschaden hat, die Gegner einfach auch sehr schlecht. Sprich, naja, ich muss halt wirklich genau zielen, was nicht ganz einfach ist in einem, wie viele Achsen haben wir hier, wie viele Richtungen? Acht, in einem Acht-Richtungs-System. Oder acht, glaube ich. Ja, acht müsste richtig sein. Das ist halt durchaus ein Problem, dann damit ordentlich zu treffen mit diesen Pfeilen. Also, ich weiß nicht, was ich so richtig, was ich davon halten soll. Vielleicht probieren wir den später auch noch aus. Also, nicht jetzt, später in einem späteren, in einer späteren Session, aber vielleicht. Und zur Not vielleicht auch einfach im, in der Release-Version. Ich muss sagen, ich bin bisher sehr angetan eigentlich von dem Spiel und könnte mir durchaus vorstellen, das auch später noch zu spielen, wenn es rausgekommen ist. Gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Muss ich so sagen. Da hinten gibt es einen Schlüssel. Da komme ich erst später hin, ne? Ich glaube schon. Und da unten komme ich noch gar nicht rein. Das ist der ich glaube, das ist der erste Raum mit den vielen Käfern. Wo ich damals beim ersten Mal schon gedacht habe, da ist die Demo dann schon bald zu Ende. Aber da habe ich mich ja schwer getäuscht. So, wo muss ich denn hin? Ich gehe, glaube ich, erstmal hier unten rum. Dann können wir gleich immer noch da hinten lang gucken. Ach, hier war das. Richtig. Da bin ich später auch hingekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Hier gab es die Frau mit dem... Genau. Frau mit dem Lebenszeug und so. Was war hier nochmal? Gar nichts. Okay. Ich wollte gerade sagen, was war da nochmal der Trick? Beziehungsweise die Falle an der Sache. Ich glaube, das habe ich schon beim letzten Playthrough gefragt. Aber da war erstmal nichts. Na gut. Ein Glück. Da haben wir... Das sind fiese Fledermäuse. Da kann ich da vielleicht durch die... Das wäre eher cool, wenn ich da durch das Gitter durchschießen könnte. Aber wahrscheinlich nicht. Doch. Wow. Kaboom. Mistviecher. So haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Dann brauche ich mich da später nicht mehr drum kümmern. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ein weiterer Vorteil von Fernkämpferklassen, Nahkämpfer wollte ich jetzt schon sagen. Was ein bisschen traurig ist, ich habe das Gefühl, in vielen Spielen sind Fernkämpfer tatsächlich auch einfach besser als Nahkämpfer. Weil das Balancing, eine Bombe, weil das Balancing dann nicht so ganz hundertprozentig stimmt. Kann natürlich noch nicht so richtig erahnen, wie das hier sein wird, aber bis jetzt habe ich das Gefühl, es ist, ich komme irgendwie besser durch. Wobei natürlich auch die wirklich starken Gegner nicht sind. Das ist meistens ja so dann bei Fernkämpfern. Also gefühlt oder würde ich einfach mal so erfahrungstechnisch sagen, dass die Fernkämpfer immer dann so lange stärker sind, bis dann halt die Gegner kommen, die mehr aushalten. Dann könnte es ein Problem werden. So, Movement Speed will ich natürlich haben. Lebenspool. Ich weiß es nicht. Nein, ich lasse es erstmal. Movement Speed natürlich, nehme ich auf jeden Fall mit, ist auch wichtig und so, finde ich persönlich.